Okay, Horsey, hast keinen Bock mitzukommen. Bis dann. Bis dann. So. Trella Ween, Trella Wine, Trella Ween. Ah, there you are, dear boy. Yes, here I am. Well, we're going to need to get you smartened up a bit. Oh, wieder eine Partynacht? Well, you can't play at the tables on a Lanahassee Riverboat looking like this. Yeah? Not if you want to fit in so well that no one will realize you're there to rob the place. Now, come on. Okay. Geil. Of course. We're going to fix you up so fine, no one will notice a thing. Oh, aber bitte keinen Zylinder. Hello, can I help you, gentlemen? Einen schicken dreiteiligen Stadtanzug. We are playing on the riverboat this evening. Make this gentleman look like the duke he really is. Whitmore. It was the English's fault his grandfather had to emigrate. Der ist es? Ey, mein Bart ist schon wieder so lang, ne? Okay, ich muss den hier kaufen, schätze ich mal. Ist nur der hier. Hallo Vince, was geht? Hallo Frau Streamerin. Hallo Vince, hello. So, wie sehen wir aus? Sneaky? Oh, jetzt auch noch zum Barbier. Geht los. Aber ich sehe doch eigentlich fresh aus. Ich finde, es ist dieses Detail auch, ne, mit der Narbe, dass da der Bart einfach nicht weiter wächst, ist auch krass. Ey, gut, Hunty, ich hoffe, ihr auch den Umständen entsprechend. All the while, Herr Strauss will be signaling you in your line of sight. When you bust the place, they'll take you upstairs to pay you off. And that is when Javier comes in, and you take whatever you want. You don't think they might see an armed Mexican coming into the safe with me? Sure, they might, but perhaps not. Oh, let's go, Black. The suspense is killing me. Oh, don't be so jaded. We both know this is just the kind of innocent fun you thrive on. Ab dem Zeitpunkt habe ich Arthur als gepflegten Gentleman geschwind in Bädern und Kleidung. Geil. But we, you, all of us, will be done here soon. I hope so. Come on. Boah, die Stadt ist so cool mit diesen Hintergassen und allem. Ich sehe doch fresh aus, oder meint er, ich soll mir Pomade in die Haare schmieren? This unlikely fellow has made himself a fortune in the oil fields. Aber mein Bart ist halt höchstens wieder ein bisschen gewachsen. Ja, der Bart ist halt ein bisschen, da gehen wir halt auf Länge 2. So? Was soll ich machen? Ja, warte mal. Ach, guck mal, meine Haare sind auch wieder ein bisschen länger geworden. Nice. Make him look like a prince, sir. Like a prince. Ich finde es eigentlich so auch ganz nice, muss ich sagen. Zurückgekämmt. Seitenscheitel ausrasiert. Ich finde es eigentlich so ganz gut, muss ich sagen. Soll ich mir Pomade reinhauen? So, dann sehe ich da aus wie ein Gentleman, oder? Mit Pomade sehe ich doch frisch aus. So. Das hier noch. Oh Gott, nee. Nee, nee, nee. Also ohne Bart gefällt er mir irgendwie nicht. Suppenfänger? Nee. Nee, das passt schon. Das passt so. Stimmt, ein Bart wäre auch mal wieder nett, oder? Aber so sehen wir doch ganz frisch aus. No? If we please you, tell others. If we don't, tell us. Das ist gute Werbung. So, baden würde ich jetzt gehen, ja. Aber können wir gerade nicht. Wir gehen einfach stinkig zu diesem Dampfer. Oh, falsche Seite, voilà.
Ja. Ja, das ist gut, ne? Ganz am Anfang, ich weiß noch, die Haare ein bisschen länger, der Bart ein bisschen länger und jetzt sind wir wirklich so voll Gentlemen, seitdem wir in St. Denis sind. This is a bit much, ain't it? The coach? We can't whinny up there on horses like a bunch of countrified yokels. You're a brash oil man. Money to buy. Which reminds me, no shuffling and mumbling. Du hast ihn auch mal so fertig gemacht. Get outside yourself. Yeah, all right, St. Hamlin. So, who's a mark? Is he all right, by the way, the driver? Oh, yes, don't worry. George and I go way back. Mm-hmm. It's a man called Desmond Blythe. Made a fortune in hosiery of all things. Likes to play fast and always keep some extra collateral in the safe upstairs. So, if Strauss is sitting behind him, how does he know what cards I got? He won't. But the dealer has recently become a very good friend of mine. Another one. Don't worry, Arthur. We're all the Arthurs. Well, good fortune. He'll make sure you get the right cards. What could possibly go wrong? Aber wisst ihr, was mir gerade einfällt? Die Mission, die ich auch sehr cool fand, war die mit diesem elektrischen Stuhl. Ich gehe gerade so alle Missionen durch. Die war auch sehr cool. Mit dem Typen, der dann am Ende selber gestorben ist. That has all been arranged. Your chips will be waiting. There she is. Come on. Okay. Arthur, leave any weaponry here. There are searches when we get on. Okay, ohne Waffen rein. Very good, sir. Thank you, George. Good luck, sir. Wie einfach sein Gürtel hier drin liegen ist, cool. Oh nein, müssen wir jetzt pokern? Wenn wir pokern müssen, dann brauche ich euch noch, Chat. Pokern kann ich nicht. Weil da steht Poker Championship. Mhm. Hello, Herr Strauß. Na klar. José und Straußi. He's rich as can be and feeling luckier than a turkey that survived Thanksgiving. Hello, hi there, mister. Hello, dear boy. Howdy, partner. Ach so, wir tun ihn so, als kennen wir uns alle nicht. All right. Come on, let's head aboard. Drinks on Arthur. Champagne. Okay, dann gehe ich vor. Ist auf einmal so fancy hier alles. Sehr coole Mission. I'm afraid we require all patrons to hand over their guns. Hab keine. Good time. The tables await. I'll go find myself a change of clothes. Okay. You seem unsure. Robbing a heavily armed riverboat without a gun tends to bring out the self-doubt in me. These people are virtually idiots. This is simple stuff. Now have a good time, but don't lose too much money or your wife is going to kill me. Whatever you say. Ich hab gar keine. Achso. Now where can I get a cocktail? Strauß weiß, wer welches Blatt bekommt. Ah, okay. Okay, wenn ich Anweisungen habe, dann all gut, weil pokern kann ich nicht. We have a chair here with your name on it, sir. Okay, Strauß, gib mir Anweisungen. Dann ist alles gut. Arthur Kelly. Sorry, I'm late. I had some unfinished business at the bar. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr. Strauß bei dir, okay. Okay, gentlemen. Let's play. Hope you're a player. Oh, das sieht bestimmt auch gut aus, Black. Nice. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Look at this. Chips already stacked up waiting for me. Ach, Strauß da hinten. We aim to please, sir. Okay, das heißt, ich passe oder was? Some better than others. Ist Dings passen? I guess, oder? Quiet. Wait, not Desmond Blythe, the hosiery king. Okay, nice, zu passen. Not my preferred title, but yes, you should have. Strauß da hinten. Als ob das keinem auffällt. Okay, sorry boys, I'm taking it all. We'll see about that. To hell with it.
200 im Pott. Drei Damen, König als höchste Karte, Dame als höchste Karte. Was habe ich eigentlich für Karten? Ich kann in meine Karten gar nicht reingucken. Mr. Blythe wins with three queens. Goodbye, gentlemen. I guess it's just you and me now, friend. Yes, it is. Time to see if you're really the man you seem to think you are. Bisschen James Bond Casino Royale, oder? Okay. So, what business are you in, Mr. Callahan? I'm an oil man, for my sins. Funny, I haven't heard of you. Oh, you will. Strauzi? Okay. Sieht gut aus, oder? Der sagt es bestimmt ja. Mitgehen. Ich mach mal auf 3 erhöhen. Okay, Strauzi macht ja. Erhöhen. 88. Aufs Doppelte. Oh shit. Ich habe 2 Damen oder so, ne? Sorry to do this to you, but I have no choice. All in. Okay, Strauzi sagt, ich soll ich mitgehen oder Betrag hochhauen? Ich gehe mal mit, weil ich keine Ahnung von Poker habe. Ich höre einfach auf Strauzi. $400 ist schon im Pott. Oh, ich hätte noch mal erhöhen sollen. Meaning, I heard there were some big boys on this boat. Maybe that's not you. No offense. Sit your hillbilly ass down. Why? I got a watch. Okay. An expensive one. Real fine. Swiss. A Reutlinger, no less. It's in the safe upstairs. It's worth more than you. Okay, I trust you. Now play as you wish. So you must know Leviticus Cornwall, big oil man like you. Ich höre auf Strauß, dann wieder schon, ne? Wäre der nicht da, würde ich nicht wissen, was ich machen müsste. Game Changer, danke schön für dein Follow. Okay, meine Karten, was habe ich? 2 Könige. Das war schon mal nicht schlecht. Strauß sagt mir jetzt bestimmt Go. Also All in gehen sogar. Ich soll direkt All in gehen. Der andere geht aber auch All in. Very good, but not er hat Asse. Shit. Ja, das ist wirklich shit. Aber ich konnte nichts machen. Uh-oh. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins with an ace high diamond flush. Okay. God damn you! No offense. None taken. Well played, sir. Unlucky Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but... Die Uhr. Where might I find this watch? It's upstairs. Shall we go and have a look? Why not? Gentlemen. Okay, nice. Cash these out for me. I started last week. Good. Sure. Perhaps you could escort us up to the office. Yes, of course, sir. Javier einfach. Follow me, gentlemen. Come ja. Me, komm mit. Cool, wir haben Geld gewonnen und eine Uhr. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. Ha. We live in strange times. Hey, lady. I wouldn't trust my ich habe gerade sehr viel Geld gewonnen. I've got my own little lawgiver right here. Aha. Very good. Aber als ob das so glatt läuft. Hier passiert gleich noch irgendwas. Next, we'll be hiring Negroes. Oh. Yeah, I know. I know. Ob das so glatt läuft. Wieso habe ich das Gefühl, dass er mich gleich abknallen will?
You can't have everything. Indeed. Guck mal, das Schiff auch einfach. Hier oben da. Einfach eine Mission auf dem Schiff. Das ist so cool. Oh, fancy, schmancy hier. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Na klar, okay, nice, Ravi. Oh, geil. Plündern. Rein da. Alles mitnehmen. Wow! Oh shit, ins Auge rein. Ja, tut mir leid, Kumpel. Oh, geil, Geld. Geld, Geld, Geld. Sehr gut. Können wir den hier auch noch plündern? Nö? Okay. Hey, das lief gut. Yep. Ich glaube, das wird schnell auffallen, dass der Typ nicht wieder runterkommt, oder? Ja. How exactly are we getting out of here? Wird schon. Warte mal, hat das Boot abgelegt? Ja, shit, es hat abgelegt. Oh, garnish no meat. Probably involve us dressing up as dancing girls and can-canning off the side. Nice uniform, by the way. Ja, was machen wir hier? Gibt's auch vielleicht so Rettungsboote oder so? Aber obwohl, da werden wir auch schnell abgeknallt, oder? Maybe we could still blend into the crowd when it all goes crazy. Which it surely will. To the bar, senor! Ui, das wird hier so eskalieren gleich. I hope you had fun, sir. The time of my life. You boys sure know how to put on a show. It's wonderful. Ah, look, there's your friend. My friend is not for no good. Soll ich an die Bar? Ja, ich muss an die Bar. Wir saufen. Der Schuss ist das größte Problem. Okay, ich bin gespannt, was passiert. Don't be a sore loser, friend. Something I don't like about the pair of you. There's plenty I don't like about you, but I have the good manners to keep my mouth shut. There he is, shoot that man. All right, okay. Was habe ich gerade noch gesagt? Oh boy. Wow. Naja, weiß ich noch nicht so genau. Aber hier muss es doch Rettungsboote geben, oder? Perfekt. Ey, ich frage mich auch. Ah! Oh. Okay, ich lasse ihn am Leben. Der Typ ist unbewaffnet, den brauche ich nicht abschießen. Hä, wo? Ah! Pff. Nice. Nice, nice, nice. Da hatte ich ja wieder eine Reaktionszeit von einer Schildkröte. Top. Ich habe nicht gecheckt, woher der Schuss kam. Hoppala. Oh, okay. Okay, von hinten. Du. Ja, ja, ich komme. I'm coming. Wow. Shivi! Ich bleibe hier. Oh, freut mich, Shivi, ey. Geil. Freut mich, dass du hier bleibst. Und vielen Dank für 3 Monate. Ey, Shivi, vielen, vielen Dank. Ah! Dim, 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 dim. Ich bin gleich wieder tot, wenn ich jetzt nichts esse. Shit, ich sterbe. Ich sterbe. Perfekt. Na, perfekt, perfekt. Na, dann machen wir es halt nochmal. Das ist doch gar kein Ding hier. Oh, how do you suggest? I don't know, this ain't my show.
silly me. I clean forgot to bring my gun. Ich treffe wieder nicht. Ah ja, der hier, der. Da oben. Sehr nice. Yo, lass ihn mal noch kurz erschießen, weil irgendwie. So. Okay, ich bin hinter dir. Ich hätte einfach weglaufen sollen. Ich hätte gar nicht so lange schießen müssen, oder was? Ach, Rettungsboot? Wow. Warte mal, auf einmal kann er da so lange zurückschwimmen, aber wenn ich Arthur mal schwimmen brauche, dann ertrinkt er immer. Na klar. Da ertrinkt er nicht. So, how much did we get? Als ob wir das überlebt haben. A few thousand, I think. Pretty good. Yes, indeed. And this watch. Apparently it's worth a bunch. Swiss, a Reutlinger or something. Nice watch. Kaputt? Yes, it's a Reutlinger, okay. All right. We'll give it back then. All right, come on, let's get out. Geil. Ach. Erstmal 5 Wochen Urlaub, jetzt bin ich auch dafür. Ah, Flussdampfer ausgeraubt. Das war eine sehr coole Mission hier schon wieder. Mensch. Ui, hier. Fremde Person. BD, wer war das nochmal? Bruder Dorkins. Haben wir Bock auf den? Erstmal gebe ich hier Ferdinand einen guten Streichler. Hey, Kumpel. Ja, man, so ein Feini. Hier, kriegst du eine Möhre. Oder einen Apfel oder Sellerie. Guter Typ. So ein Hübschi, oder? Ist wirklich ein Hübschi. Den haben wir jetzt schon echt lange, muss ich sagen. Unseren Ferdinand. Ich geh mal hier hin. Bonjour, Monsieur. Uppala. Das Spiel ist so geil. Oh, da ist wieder eine, die sagt, let women vote. Kommen wir hier rein? Ah, manchmal sind hier so NPCs auf der Karte markiert. Und dann sind die aber auch schnell wieder weg manchmal. Hallo, Sir? Good morning, Mister. Good morning, Mister. Ich habe hier ein unfassbar hohes Kopfgeld. Was ist hier los? Hey. Ja? Was geht? Schöne Koteletties. Hey, do I know you? Mister, I believe we've met. We have? At that ghastly party. Oh. Amerikanische Peter. Unfortunately so, Mister... Morgan. Morgan, at least sometimes. Can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. To be clear, he wasn't very upset about it. He rather liked you. Okay. Do you, I mean to say, can you steal things? Is there a reason you're asking me to incriminate myself, Mr. Miller? Well, I'm sorry. Have you met? This is Rainsfall, a great chief, and his son, Eagle Flies. Okay. Saw you in the wagon train. Ist das hier eine Folge Yakari? Cumberland Falls. Mit den Namen? Die hat noch da auch so einen Namen. You have great powers of observation. It's my people, if we are even a people anymore. We've fought hard. We've made peace treaties. And those treaties were broken. Oh. And we've been moved and punished and... Punished and moved. I'm sure. And now I am told we are to be moved again. Clearly contravening the peace treaty signed 3 years ago. This will lead to war. No, my son, it will not.
we cannot fight another war. They have got stronger, and we have become far weaker, Mr. Morgan. Well, it's a bad business. It's to do with oil. I know it is, but I need the proof. I believe there were some prospectors who were on their land a few months ago who have filed reports with Leviticus Cornwall and the state government claiming huge reserves of oil under their land. Hmm. So, you want me to try and steal it? Obviously they can't. And even more obviously, I would be useless. Listen, I realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Now, I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? I told you, they're all mercenaries. Yeah, true, there's a price on my head in two states, my friend. The government doesn't like me any more than it does you. Like you, I've been running for as long as I can remember. And like you, my time here is nigh undone. Der fliegende Adler. And we will pay. Thank you. You meet my son in a couple of days near Citadel Rock, just west of the oil fields. Mm-hmm. Okay. We are very grateful for your help. Gentlemen, that appointment with the senator. We should head over there. It's a waste of our time. And his. No. We must try everything. Come along. Hello. Ich mag den Vater. The counselor wants to apologize. He can see you now. We've been waiting, I don't know how long. Or next month, if you'd like to reschedule. Come. Oh, Mann. Perhaps the senator won't mind waiting. Yeah. Okay, machen wir die Mission. Der Vater ist cool, muss ich sagen. Der ist noch so ein bisschen voller Hoffnung irgendwie, oder? Das mag ich. So, ich sollte ihn irgendwie außerhalb treffen. Hast du eine Neuauflage von Modern Warfare gespielt? Nee, ich bin kein Shooter-Spieler tatsächlich. Das ist nicht so meins. So, hier ein paar Keksis. Okay, sollen wir in der Zwischenzeit... Die werden mir jetzt hier nicht angezeigt, ne? Oder? Boah, wie viel hier auch noch ist. Wir müssen auch später unbedingt nochmal hierhin zurück, auf jeden Fall. Boah, dieses Schneegebiet einfach, ne? Weil hier oben ist dieser Araber. Irgendwie hätte ich den gerne, aber irgendwie würde ich auch gerne Ferdinand behalten. Aber ich würde super gerne auch versuchen, diesen Araber zu fangen. Obwohl ich es wahrscheinlich eh nicht hinbekomme. So, wir gehen zu Dutch. Dutch? Have you seen Dutch? Story ist geil, kann sein, kann sein, kann sein. Ich bin da irgendwie null hinterher bei so Shootern irgendwie. Ist irgendwie nicht so von Interesse. Das habe ich jetzt aber nett ausgedrückt. Ey, wir müssen uns noch im Horrorgame einigen, Chat. Was spielen wir dann noch? Okay, Dutch. Was ist das hier? Taylors. Ach so, Schneider. Taylor. All training and repairing for men and women. Ah. Was hier, das ist ja eigentlich für eine Pferderad. Das ist ein Kentucky Saddler oder so. Kentucky Saddler. Ich finde ihn genau richtig von der Größe. Ich finde den von Dutch irgendwie ein bisschen klein. Kleines Pferd hat der Graf. Ah, nice, hier geht's gar nicht rein. Cool. Perfekt, wo ist hier der Eingang? Yo, Dutch, bist du vielleicht hier in dem Hof? Ah, okay, ups. There you are. Come on. Keep walking. You're late. Okay, sorry. This place you turned into some clock-watching city boy. What's the urgency? We need to leave. Forever.
We've been doing well, making money. But for us all to leave together, we need enough for a boat. Now, I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. Was? We just Australien? Need a passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that riverboat job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkerton show, and then, well, we're done. Now, we need money. Bronte said this place has got money. Come on. Oh, nach Tahiti. Wir gehen auf eine Insel. What? This is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Okay. And you all will. Now remember. Hier, Sir. Give me your money. Don't make us kill you. Mr. M, take whatever these fine folks are their valuables. Geil, danke, Mann. $1.18. Na Mensch. Nur Kleingeld hier, 1,22 und Gin. Die, oh, tut mir leid. Die arme Dame. Okay, oh, jetzt meine Ehre auch noch weg. Wie? Also haben die uns verarscht, wenn er nicht ist. Mr. M, check the safe. Ja. Sure. Open it. I don't think they keep much cash in there. Open it. Okay, da ist ja wirklich nichts drin, ne? Ah, schade. Ja. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins. That's it. Damn. Shit. We got a problem. There's a ton of cops out there. Oh nein, jetzt wird die Stadt auch abgeriegelt, oder? Für uns. You think this seems like a good time for sarcasm to you, Arthur? We gonna do, gentlemen? Something. The trolley. The trolley. Follow me, gentlemen. Ich weiß, ob die Bahn so schnell ist. Ey, Lenny! Wow, aber coole Mission. Aber shit, jetzt wird hier alles abgeriegelt. Ich fand's eigentlich echt cool hier. Oh, Balkon? Okay, ist vorbei. Yo, 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 warte mal, Seite wechseln. Hier, ich gehe hier lang. Oh, diese Säule. Okay, Seite wechseln. Oh nein, jetzt wird hier alles abgeriegelt. Wir gehen später auf eine neue Insel. Ich habe ja noch gar nicht alles ausgecheckt. Oh, perfekt, cool. The thing's broke. Hold on! Whoa. Ja, echt so. We need the money, stay with me, I have a plan. Oh, Dutch, ich weiß nicht. Dutch ist auch nicht so mein Favorit, weil der reitet mich immer so eine Scheiße rein hier. Ich frage mich eh, warum Arthur auch so blind vertraut. Na, weil Dutch halt sowas wie ein Vater für den ist, oder? Der hat den doch großgezogen mit. Und aufgenommen und so. Oder könnte man Vater sagen? Sowas wie ein Daddy für ihn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall aufgenommen. Was habe ich hier eigentlich für eine scheiß Waffe schon wieder? Ich schieße mit einer Flinte.
Oh, ich habe so eine Kackwaffe hier schon wieder. Perfekt, Laterne davor. Habe ich gesagt, das ist cool? Ja, am Anfang vielleicht, aber irgendwie... Okay, Lenny, mein Freund. Stimmt, Nachladen ist wirklich auf Kreis. Habe ich hier noch ein bisschen was zu essen? Ein paar Cookies? Nice. Oh! Ey, meine Waffe ist so arsch. Treff nicht. Ja, ja. Ich hab's gleich. Nur brauche ich hier irgendwie ein paar Schüsse immer erstmal. Ja, geht weiter. Guck mal, wie oft ich schießen muss mit der Waffe, bis immer irgendwie was passiert. Ich nehme jetzt doch wieder die. Ah, ich werde sterben. Ach, das ist irgendwie gerade alles doof. Ich brauche eine geilere Waffe. Wo gehen wir hin? Okay. Bin da. Auch noch. Okay, sehe ich. Habe ich. Boah, meine Schürfwunden schon wieder. Ja, ich glaube, ich muss jetzt hier gleich mal ein Gewehr aufheben. Hier sowas. Nimm das. Nimm es. Okay, nice. Oh mein Gott. Ja. Okay, viel besser. Nice. Okay, ich muss noch kurz einen Keks nehmen hier. Okay, sehr gut. Ich habe endlich eine bessere Waffe. Oh, das ärgert mich aber gerade, dass wir uns hier alles in der Stadt kaputt machen. Ich fand's echt geil hier. Oh. Nice. Der Typ lebt immer noch hier. Akimbo spiele ich auch gerne mit zwei Pistolen in der Hand. Zu seiner Pistole eine Shotgun. Stimmt, könnte ich auch machen. Ja, let's go. Drauf, drauf, drauf. Hm. Bitte sag mir nicht, dass ich den steuern muss. Okay, nice. Schießen kriege ich hin. Jo. Oh, shit. Habe ich? Ach stimmt, Deadeye. Ich benutze nie Deadeye. Aber ist Deadeye wichtig? Vielleicht wenn so viele auf einmal sind, vielleicht, oder? Wie ich das nie benutze, ne? Ey, ich kann gerade nicht schießen. Oh, okay. Just head straight for the bridge. Ist
ist doof mit Saint Denis gerade. Was für eine Scheißidee, Dutch. Ich fand's so cool hier drinne. Was? Oh. Ich habe ein bisschen daneben geschossen. Absolut daneben. Oh Gott, die armen Pferde. Der Pep ist aktiv, wenn du deine Waffe abfeuerst. Ja, Dutch hat immer miese Ideen. Nicht durchgeplant und so. Das finde ich jetzt doof, dass wir das gemacht haben. Ich hoffe, der wird von einem Kroko gefressen, bin ich ehrlich. Dutch. I think we're clear. Cool, wirklich. You know what, Dutch? War das Scheißidee. Time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but well, we made it. Thanks to you. Gerade so. Yeah, you're a good kid. Wie viel waren es jetzt? 10 Tacken? $15. Wow. And a quarter. Don't Ach, krank. The quarter. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Ja, selber schuld, Dutch. What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? We just need money. We need the money. Decent take, and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Oh, Mensch. After that, especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on, I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. So eine scheiß Idee hier immer. Can't win them all. Bis dann, Dutch. War doof. Oh, $15 habe ich bekommen davon. Ist mir aufgefallen, mit wem Sachen meist gut laufen, mit wem nicht. Ja, mit Lenny gut, mit Dutch nicht so gut. We need the money! Ja, Maika mag ich auch nicht. Maika ist auch kacke irgendwie. Ey, aber cool. Den Typen hier oben hole ich mir. Kopfgeldjagd, was kriege ich dafür? $25! Ja, dann Müll. Was ist das hier abgeriegelt? Kopfgeld 422! Oh Mann, ey. Wer ist ein EF? Ach, der fliegende Adler. Ach so. Ach so, wer ist hier? Kopfgeld. Überall habe ich Kopfgeld. 300, 420, 175, $10. Okay, ja, nice. Ich habe überall Kopfgeld inzwischen. Wo ist Mary? Albert Mason bei der Wildtierfotografie. Wir gehen zu den, zu Adler. Zu den beiden. Der Vater schien cool zu sein. Boah, nervt mich das gerade mit Saint Denis einfach. Das ist so doof. Hey, Florian, da ist schon wieder ein Prime. Wow. Florian, vielen Dank für dein Prime. Vielen Dank und ganz viel Spaß mit den coolen Emotes. Ich danke dir ganz, ganz dolle. Reduziert sich das Kopfgeld von selbst oder nur gegen Bezahlung? Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird immer mehr. Ich habe das Gefühl, das wird einfach immer mehr. Ich weiß es nicht. Bei mir kennt die Anna deine gute Seite nicht. Ja, wieso bin ich hier nicht der Anführer? Wieso vertraut mir keiner? Da hilft nur eins, beim nächsten Mal in Saint Denis Charme-Offensive und alle grüßen, oder? Oh, das habe ich aber eigentlich die ganze Zeit gemacht. Aha, wer wohnt denn hier? Sieht verlassen aus. Jo, Ferdinand, alles gut da hinten? Alles okay? Sorry. Sorry. Oh mein Gott. Yep.
Ey, was mir mit dem schon passiert ist. Ich glaube, im letzten Stream ist er mir unter eine Kutsche geraten, der Ferdinand. Warum zur Hölle machen die eine Kajaktour durch so einen Alligatorfluss? Werden hier auch ab und zu mal welche gefressen? Guck mal, da chillt einfach schon wieder ein Alligator. Kann ich den töten? Oh, oh Gott, die geiern aber hier auch auf mein Pferd. Oh, nee. Ich glaube, ich gehe doch mal lieber. Da habe ich jetzt nicht so Bock, dass ich hier von denen gesnackt werde. Training für Olympia, ach so. Boah, das wäre so cool, wenn man so im Fernglas guckt und auf einmal kommt so ein Alligator. Das gibt's bestimmt auch. Die Mandy-Clips sind schon in YouTube-Shorts. Geil, wir brauchen mehr Shorts. Mehr YouTube-Videos. Mehr Clips für die YouTube-Shorts. Jetzt habe ich's. Wir machen am Dienstag einen langen Reddit-Stream. Da können wir vielleicht noch ein paar Clips sammeln. Ach, der Typ hier wird lebendig gesucht. Okay, geil. Na, dann nehme ich doch den direkt mal mit hier, oder? Ist er hier im Busch? Ah, guck mal, hier ist ein Camp. Okay, mach mal los. Ferdinand. Wie denn erschießt jemand? So. Das ist er, oder was? Let him in. He's been trying for hours. He ain't no kind of man till he can get on a horse. Psst. I can't do it, Daddy. He's spent. Let him rest. My son ain't no quitter. Do it again, boy. Was macht er da? Was soll der machen? My arms are like rope. Leave it, Billy, please. He ain't trying is all. Again, boy. Was machen die? Ich soll auf jeden Fall den Vater lebendig fangen. Soll der auf das Pferd steigen einfach nur? I can't. I'm beat. Look at him. He's worn through. He will be if he don't get up. Ah, okay, soll einfach nur auf das Pferd aufsteigen. Mark Johnson. Sorry, Pop. Oh, the boy's crying. I ain't raising no goddamn sissy. Oh, komm, Junge. Ein Fuß in Steigbügel und auf geht's. Mein Gott. Hey, hi für drei. Was geht? Moin. Would you end this madness? Okay. Okay. You'll get there next. Komm, jetzt schaff das und dann klaue ich deinen Vater und kill den. Komm, Fuß in Steigbügel, Junge. Macht denn der aber auch? Das Pferd ist nicht mal groß. Ach, das war es mit dem Gespräch, oder was? Okay, den Typen... Hä? Der wusste, dass ich komme? Okay, der sah es für mich eigentlich auch ganz nett aus. Oder? Muss der los, oder was? Exactly as I say. You hear? No, don't. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay. Das heißt, ich nehme dich mit oder was machen wir jetzt? Nee, ich will ihn eigentlich nicht mitnehmen. Der hat jetzt eine Family. Wenn er sagt, er ist changed man, dann scheiße ich auf die $25. Kann ich es noch sagen? Kann ich ihm sagen, bist frei? Was ist, wenn ich einfach gehe? Was mit dem Pferd? Nehmen Sie das Pferd nicht mit? Okay, guck mal, wir haben ihn nicht mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wofür der gesucht wird sogar. Hey, Horsey.
Oh, hier ist ein... Ah, nee. Ich dachte, ein Zettel. Aber dann kann ich jetzt das Camp hier ausrauben, wenigstens. Ja, ne? Die gute Mandy. Für die 25 Dollar... Scheiß auf 25 Dollar, ey. Das schreitet mich eh gleich in die nächste Scheiße rein. Was ist jetzt passiert? Hä, na, Mark Johnson ist entkommen. Ich wollte doch, dass er entkommt, hä? Das macht jetzt gar keinen Sinn. Hallo, Paduz, was geht? Na? Was geht, was geht, was geht? We ain't going till you get this right. Hä? Daddy, please. Hä, wartet mal. Soll ich auf Ablehnen machen? Auf Annehmen? Hallo? Don't shoot. I'm unarmed. We knew you was coming. I got something to ask. I'm a changed man, okay? Let me say my farewells. I'll come away peaceable. Ach so, er will sich nur verabschieden. Ja, dann kann ich ja auf Ja machen. You're a forgiven man. Ich muss ihn mitnehmen. Boy, come here. Listen. Oder was? Sieht so aus, als muss ich ihn trotzdem fesseln. You hear? Don't. I ain't gonna fight you in front of my family. Okay. Wow, aber der sieht so nett aus. Ich glaube, ich muss den mitnehmen, Chat. You gonna take me? For what? Leave my daddy alone. Really, leave it. Vielleicht muss ich ihn fesseln und kann... You remember this moment. You're the man now. Be a man, boy. Oha. Das tut mir jetzt aber voll leid, irgendwie. Aber ich glaube, ich muss das machen, Chat. Oha, der nimmt das voll gut auf, dass ich ihn jetzt hier mitnehme. Was ist, wenn ich ihn jetzt wieder ablege und losschneide? So, was passiert jetzt? Fange ihn lebendig. Okay, ich muss das machen anscheinend. Wow, aber wie? Am Nacken gepackt. Ja, aufheben. Okay, dann nehme ich ihn jetzt mit, I guess. Und reite in die Stadt, wo ich 400 Dollar Kopfgeld habe. Ist doch toppy. Tut mir leid, Family. Nee, dann hat meine Gutmütigkeit jetzt hier wirklich keinen Platz. Die Menschlichkeit. I'm sorry. Tut mir leid für die Familie. Vielleicht kann ich ihm aus dem Gefängnis nachher noch helfen. Ich weiß es nicht. Was ist, wenn ich jetzt erstmal dahin reite? Sagt er noch was dazu? Okay. Okay. Oh Mann, Arthur und ich immer. Wir sagen immer dasselbe. Was, warte mal, jetzt rennt er weg, oder was? Das macht ja jetzt gar keinen Sinn. Jetzt rennt er weg. Oh Mann, es tut mir leid, aber ich muss das machen. Aufheben, es tut mir so leid. Der wird sogar gehangen. Oh. Und er sagt gerade noch, I found peace, und dann macht er den. Oh. Hier. Now what was the point in all that? Could have got your neck broke. Premature. Like the boy said. Was ist jetzt? Ach so, ich kann jetzt entscheiden, oder was? Warte mal. Oh, ha, die kämpfen hier für den. Ja, hier ablegen. Guck mal, hassen.
Mann, chill doch mal kurz. Ich schneide ihn doch los. So, ich lasse ihn gehen. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Ja, hab ihn gehen lassen. Das ist jetzt wahrscheinlich aber nicht... Mein Gott, nerv mich doch hier nicht. Okay. Ja, von mir aus, wenn jetzt hier noch seine Freunde kommen, dann soll er halt hängen, mein Gott. Hä? Was, ich versuche dreimal nett zu sein. Ich lasse ihn sogar los und die wollen mich trotzdem umbringen. Johnson! Joker, danke schön für dein Follow. Ja, komm. Ich versuche hier nett zu sein. Jetzt bin ich nicht mehr nett. Ich nehme jetzt auch hier euer Scheißpferd, damit meins nicht stirbt. Ihr. Nichts gegen das Pferd. Das heißt Morgan, das Pferd. Ja, ich nehme dein eigenes Pferd. Sollen die das doch erschießen? Ferdinand, ich komme gleich wieder. Okay. Erstmal schlagen. Doch nicht. Ach ja, ich brauche ja meinen Lasso. Der Typ fällt ja jetzt erstmal runter. Und jetzt macht er den. Ja, wirklich. Wirklich Son of a Bitch auf einmal. So. Aufheben. Pussy. So, drauf. Das Pferd ist auch schuldig. Tars, was geht? Mein Gott. Ich weiß, wenn ich einfach wegreite. Nice. Okay, einfach wegreiten ist nicht, oder was? Mann, ich will die aber auch nicht umlegen. Okay, ich muss sie umlegen. Ja, dann scheiß auf die. Boah, das Pferd. Oh, shit. Ich hab die Abbiege verpasst. Okay. Keine Spielchen mehr. Ja, richtig. Jetzt sind alle tot, deinetwegen. Ist er gestorben? Lebt er noch hier hinter mir? Habe ich noch den Zettel? Ich würde super gerne wissen, für was der gehangen wird. Gehängt wird. Mark Johnson. So, na dann rein mit dir. Erstmal schmeiße ich dich noch in die Pferdescheiße für die Mission gerade. Was war das? Geil, ja, wälzt sich richtig schön drin rum. Herrlich, so. Na, dann kommen sie mal mit. Arsch. So, jetzt hat er hier schön Scheiße an der Schulter hängen. Oh, kriege ich jetzt hier Pluspunkte, weil ich hier wieder jemanden gefangen habe? Ich habe doch hier selber gesucht. Geld. Das ist ein Haupthaar, extrem geföhnt. Ich wollte Indoor Skyder. Wow. Oh, da hätte ich Angst vor. Respekt, dass du es gemacht hast, Tars. Das würde ich nicht packen. So, geil, guck mal. Idiot, ey, wirklich. Aha, jetzt kriege ich meine guten $25. That's the price for Johnson. I didn't take it, someone else would have. Ja, ich wollte nett sein, aber er war auch nicht nett zu mir. Ich habe doch dreimal
versucht, ihn gehen zu lassen. Don't you believe in redemption? I worked the land, I raised a family, I redeemed myself, please. I'm not listening. Tja, I'm sorry. Wäre der nett zu mir gewesen, hätte ich den gehen gelassen. Kohle ist Kohle. True. So, jetzt habe ich natürlich mein Pferd irgendwie verloren. Unterwegs. Dutch. Ach ja. Wir machen jetzt noch die fliegende Adler-Mission, dann spielen wir Horror, oder? Was sagt ihr? Ah! Ey, das ist mein temporäres Pferd. Wir haben Ferdinand verloren. Geil. Was passiert, wenn ich jetzt das hier... Wenn ich das Pferd jetzt in den Stall verfrachte, wird das dann mein Hauptpferd und Ferdinand ist weg? Weil das will ich nicht. Guck mal hier. Dein Pferd. Oder passiert es nicht? Ich will dem Pferd nur eine andere Mähne geben. Hier oben ist ein Stall. Ich muss eh da lang. Oder ich speichere mal vorher. Weil ich weiß ja nicht, was passiert. So. Speichern. Wir sind bei wie viel Prozent? 45% vom Spiel. Okay, wir haben noch ein bisschen. Bei Horror bekomme ich immer Angst. Nein, wir schaffen das. Ich habe auch Angst, aber wir kriegen das hin. Good evening. So, wie finden wir den Gaul? Auch ein Süßi. Ich glaube sogar ein Mädel. Was planst du zu zocken? Wir müssen noch eine Abstimmung machen. Ich habe irgendwie 3 oder 5 Games, obwohl ich glaube eher 3. 2 Chillers Art Games, aber ich glaube, die spielen wir heute nicht. Ich glaube, wir brauchen heute Jumpscares, oder? Wir kriegen das hin. So, erstmal gehen wir das Pferd hier pimpen. Pimp my ride. Oh nee, was ist denn das jetzt hier schon? Oh nö! Nee, 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 nee. What, schau, ey. What the fuck? Nicht getroffen schon wieder. Oh, sorry, Piggies. Oh, ich hab ein Pferd. Nee, wie heißt das? Ein Wildschwein umgeritten. Oh mein Gott, die gehen mir aufs Schwein. Okay, ich glaube, die sind weg. Ich glaube, alles ist gut. All good. Das ist aber der Stall zu. Ich habe ein bisschen Angst, was ist jetzt, wenn das Spiel aus Versehen automatisch meinen Spielstand überschreibt und das Pferd jetzt mein Hauptpferd wird und Ferdinand dann weg ist. Wenn ich jetzt mit dem in die Garage gehe. Die Ausdauer ist ja auch gerade ein bisschen beschissen. Ja, einscheißen ist gleich angesagt. Ja. Boah, das Pferd hat gar keinen Bock mehr auf mich gerade. Arme Maus. Okay, ich glaube, es geht wieder. So, kann ich hier rein? Oh, ich kann nicht rein. Oder? Ah, Autosaves, extra Spielstand. Okay, dann let's go. Wie heißt das? Was? Appaloosa, ich weiß gar nicht, wo wir das herhaben. Ach, ich kann das gar nicht... Ich kann es gar nicht tunen, das gehört jemandem. Stallen? Nö, dann nicht. Ach, weil das jemandem gehört und ich das anscheinend einfach geklaut habe. Ich muss es stallen und dann geht's, oder wie? Ah, stallen und dann geht's. Dann kannst du tunen. Okay. Gucken, was war der Tune?
eigentlich stallen. Ah! Aufsatteln? Ach, jetzt ist Ferdinand hier drin. Ah, okay. Aufrüsten. Ah, ich verstehe. Das ist übelst schmutzig. Pflegepaket. Aussehen, Mähne. Ich hätte gerne eine. Natürlich. Oh, guck mal, mit Strähnchen hat's jetzt. Auch nicht schlecht. Einfach Strähnchen. Finde ich das cool mit den Strähnen? Ist das beim Schweif auch so? Ja. Geflochten. Das sieht ja kacke aus. Oder? Kannst du die Hufe lackieren? Neue Felgen rein. Weiß? Schwarz? Oh, das sieht eigentlich schon cool aus mit dem hier, oder? Irokese. Dreadlocks. Nee, ich lasse natürlich, glaube. Aber ich würde Ferdinand zurücknehmen. Obwohl, das hier ist schneller, oder? Nein, wir nehmen Ferdinand. Ferdinand ist es. Und haben das andere hier drinnen im Stall. Da kann dem wenigstens nichts passieren. Ja, wir bleiben bei Ferdinand. Mein Pferd ist schwarz mit so einer rötlichen Mähne. Auch geil. Ups, was soll ich machen? Ich wollte die eine Mission hier noch machen mit dem Adler. Ich finde auch Ferdinand beste. Ich mag den schon sehr. Das ist krass, ne? Es ist nur ein Videospiel, aber irgendwie habe ich eine Bindung zu dem. Wenn der stirbt, bin ich echt traurig, Mann. Aber wenn Ferdinand stirbt, dann müssen wir weitermachen. Wenn der Tag irgendwann passiert, dann soll ich keinen Beleber dabei haben. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Dann muss Ferdinand leider sterben. Dann cheaten wir nicht und gehen auf zurück oder so. Sag mir nicht, dass es jetzt passiert, dieser Moment. Der Ferdinand stirbt Moment. Ach du Heilige. Lauf, Ferdinand! Ja, ich muss wirklich mal mein Kopfgeld mal runter. Das ist... Oh mein Gott! Oh shit, Ferdinand! Mach los! Mit Hunden sind die hier! Au! Oha! What? Jo, einfach von einem Hund gekillt. Oh Gott. Ja, die wollte ich jetzt nicht erschießen. Oh, Flöckchen, süß. Schneeweißes Pferd. Tod durch Hund, so. Ist Ferdinand am Leben? Muss eigentlich. Ich bin abgestiegen und habe versucht, ihn wegzuschicken. Bitte. Ah! Ach, Ferdinand. Hey, Kumpel. Ja, ich muss mal ein bisschen Kopfgeld bezahlen, aber es ist so viel. Es ist so teuer. Yep. Yep. Ich habe 1557. Hier sind ja schon mal 422, hier sind 300, das ist ja schon mal 722.
Oh Mann. Auch schöne Mucke hier gerade beim Ritt. Ah, die kommen jetzt safe nochmal, oder? Quasi zwei Hauptpferde. Ja, true, müssen wir auch noch machen. Wir gehen dafür in das Schneegebiet, weil ich hätte super gern das weiße Pferd. Oh, hier ist schlechter Zustand. Nice. Deswegen treffe ich hier nichts mehr. Deine Waffe ist im schlechten Zustand. Nice. Hä? Hey, girl. Guardian, danke schön für dein Follow. My legs all numb. Please hurry. Hi. Hallo, Guardian, was geht? Just lift as hard as you can. Oh, thank you. Thank you, you saved me. Oh, that was bad. Sure. I could have been stuck here and starved or eaten. Oh. Oh, you poor dumb animal. Oh. What'll I tell Mildred? Well, thank you. Sollen wir sie nach Hause bringen? Wieder eine Ablenkung. Oh, yes, Mr. Please. Thank you. Okay, ich helfe dir. Do you know Valentine? I live there. Valentine? Da waren wir lange nicht mehr. Wow. Ja, okay, komm. Steig auf. Das arme Pferd von ihr. Ready? Oh, hier ist auch ein Lagerfeuer oder so. Hm. Ich bin so nett. Ich bin so lieber in dem Spiel. Das mit dem Kopfgeldtypen von eben ärgert mich immer noch. Ich hätte ihn auch gehen lassen, aber dann macht er so eine Kacke. Ja, was war der Plan? Welche Antworten? Okay. It's just me and my boy now, and okay. It's hard to find work. I'm sure it is. A good opportunity. That's what I'm looking for. Not much work for a woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. A wealthy man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also doesn't sound real. Oh, you may be right. Ich würde ja auch runterfallen, wenn ich mich so auf das Pferd setzen würde. Boah, wie gut das schon wieder aussieht hier mit den Bergen und so. I can't afford to dismiss offers like these, even if they do seem odd. Just be careful is all I'm saying. I may not have another opportunity like this. Ey, wir waren lange nicht mehr in Valentine. Wow. Hier habe ich auch hohes Kopfgeld. Ach du Heilige. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. Oh. Das ist sweet. Just a little further. Ach, den Rest kannst du eigentlich auch laufen. Oder? Ich habe doch was zu tun, junge Frau. So. We're here. Thank you. Pünktlich zum Schichtbeginn. You're a good man. Glad I was able to help. You take care. Appreciate it. You be well. Was für die alte umgeritten? Okay, doch nicht. Bis dann. Ma'am, will you be all right from here? I'll find my way. Thank you, sir. Es wäre so lustig, hätte die jetzt jemand umgeritten noch nach dem Spruch. Wo geht die hin? Ach so, okay. Gut, wir haben eine Lady nach Hause gefahren. Nice. Wenn die ein Piratenspiel machen würden. Ja. Ja. Habe ich auch nicht gesagt, den Rest könnt ihr laufen. Ja, okay, okay.
Ich bin nett in dem Game, okay? So gut wie es geht. Wenn Dutch nicht irgendeine Kacke macht hier. Hello, sir. Hey there, mister. What are you doing? Boah, mein Pferd könnte auch mal wieder einen Bart vertragen, ne? Ich aber auch. Wir machen jetzt noch die Mission mit Adler. Da bin ich gespannt. Ne, das nach Hause bringen hat nichts gebracht. Ich habe aber ein bisschen Ehre bekommen. Was sagen die in dem Spiel? You're a good man. You're a good man, Arthur Morgan. Hello. Okay, der Sohn ist da. You came. Bin da. Said I would. There's a foreman. His name is Danbury. Is the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. I see it. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. And you got the money? Yes. Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. Der hat auch ein schönes Pferd. Wow, ich bin immer so auf Pferdesuche. You could climb into the back of that wagon. Otherwise, you'll have to sneak past. Das ist ja ein interessantes Muster. Oha. Ja, ich gehe. Geh rein. Oder? Bin ich so der Pferdefreund? Ich bin jetzt auch nicht so das Pferdegirl, aber in dem Game irgendwie schon. Ja, ich habe vergessen, mich zu heilen. Perfekt. Mal Kinokamera. Cornwall's Factory. Oh, soll ich mal irgendwie raus oder so? Hey Tom. Ich gucke noch jetzt hier rein. Yep, supposed to meet the early train to Saint Denis. Okay. Better get a move on then. Als ob die hier nicht reingucken. Guck mal, wie ich hier drinne chille, voll offen. Juckt keinen. Fällt null auf. Soll ich jetzt mal raus, eventuell? Oh Gott, ja, ich muss raus. Ja, ja, ja. Oh, ich wieder mit Sneaky-Mission hier. Okay. Ah! Okay, ich versuche mal keinen umzubringen. Ich gehe einfach nur dahin, wo ich hin muss. Seht ihr, ich falle null auf. Alles gut. Alles guti. Ich habe auch das Gefühl, dass wir das hier in die Luft jagen, ne? Kerosin ist ja halt überall. So ein Schuss. Der sieht mich auch nicht. Easy.
Oh. You must be Danbury. Who? What? Quiet yourself, friend. This won't take long. Hallo. Ich habe eine Frage. Oh shit. Danbury. Yes. I need some papers, my friend. Nothing important. A file. I'm from head office. You're not from head office? Doch. Does that seem important right now? No. I need a file by the Leland. Oh, ich hab ihm voll ins Gesicht gekickt. Development Company. The one about the oil near Wapiti. I. Hmm? Danbury. Think, man. Mind is a terrible thing to lose, especially over such a nice floor as this. Hier, ey, Kollege. Sagst du's oder soll ich ihn mal buchen? Okay. Das ist es. You're doing good, Danbury. Real good. They'll give you a promotion for this. Oh, oh shit. Danbury, you okay? Tell the guard you're fine. Yes, it's just... I'm working. All's fine. Now stay quiet. Our head office will send me back to get you. Wir sehen uns, Danbury. Danke für die Akte, Mann. Hey, war doch easy. Oh. Jetzt kommt aber der Sohn und feilt. Piu! Okay. Oder halt so. Ja, ich muss mich ja auch wirklich mal heilen, ne? Ist nicht so gut hier. Echt nicht so gut. Ich muss unbedingt einkaufen gehen. Ich habe nichts mehr. Ich habe bloß noch ein paar Kekse und Cracker. Nicht gut. Wirklich nicht gut. Oh. Oh! Okay, renne ich einfach los. Boah, ich... Oh mein Gott, mein Aim. Fuck! Ciao. Wow, wow, wow. Ich muss unbedingt die Waffen pflegen. Was ist das denn hier? Wo? Oh, hey, Kumpel. Jojo, mit Ferdinand. Hab ich. Alrighty. Oh, okay, wir haben's. Ja, Deader. Ich benutze nie Deader. Ich weiß, Chat. Irgendwie dauert mir Deader immer zu lange. Okay. Boah. Boah. Ich weiß nicht mal, wie mache ich Deader? Hamodi, danke schön für die 10 Bitsies. Vielen, 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 vielen Dank. Mach ich Deadeye? L3, R3? Kann sein, oder? Danke schön für die Bitsies. Mr. Danbury? Yes, don't worry. He was very obliging. Nice. Wem gehört denn der Gaul da hinten? I thought you wasn't getting involved. I thought you were gonna enter and leave silently. Thank you. Ja, es brennt schon wieder.
Ja, der hat mir schon gut geholfen. War gut, dass er gekommen ist. Well, I don't know what I hope. But who knows? Maybe these will be of some use. Here's your money. Danke, Mann. Cooler Typ. Sein Vater, der ist auch cool.